9 schöne Tomaten, eine Schalotte, 1 Bündel Basilikum, Olivenöl aus Maus, Sahne, Salz, Pfeffer, Klammer auf, PM, Klammer zu, die Tomaten entkernen, in Scheiben schneiden und das Innere pürieren. Sie so lange wie möglich pressen, mit dem Olivenöl neu beträufeln. 250 g Kichererbsen Natur, 2 bis 3 zerdrückte Knoblauchzehen, den Saft von 2 Zitronen, 1 Esslöffel, Olivenöl, 1 Prise Paprika, Salz, Cayenne, Pfeffer nach Geschmack, 1 Esslöffel, gehackte Petersilie, Geflügelbouillon, die Kichererbsen durch die Gemüsepresse geben, dann dieses Püree in das Mixer geben und den Zitronensaft, den zerdrückten Knoblauch, die Gewürze, ohne die Geflügelbouillon zu geben, damit man ein nicht zu dickes Püree bekommt. Auf kleine Flamme erhitzen.